Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Oh yeah. Warte mal. Neugierig, 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 neugierig. Das ist Wirbelattacke plus. Eisenfaust. Eisenfaust haben wir. Wir haben noch keinen Koboldschlag. Okay. Meister der Gegenstände. Haben wir schon Schwarzkunst gemacht? Das sehe ich ja jetzt erst. Also irgendwie, ich mag Schwarzkunst tatsächlich. Ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Aber. Ja, dann schauen wir mal, was können wir denn dazu? Bewirkt in der Materie Fusion MP plus 10. Das finde ich eigentlich sogar ganz gut. Aber das ist nicht die Materie, mit der ich das verknüpfen will. Attacke plus 1. Das mache ich. Jetzt endlich. Endlich. So, die Analyse haben wir jetzt nicht. Was mache ich denn als nächstes? Regina muss ich auf jeden Fall ausrüsten. Ich weiß jetzt gar nicht, welches davon war denn das. Was ist doch egal. So. Wirbelattacke. Giftwirbel. Ist ganz cool eigentlich, aber ich will. Wir haben zweimal Wirbelattacke gemacht. Ah ne, wir haben einmal plus und einmal normal. Okay. Ich will den Sprung eigentlich. Wenn ich Master-Sprung nehme mit Sprung. Warte mal. Dann kriege ich keinen Sprung. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Plus-Dinger kriege. Ich werde es noch rausfinden. Warte mal. Ich habe zwei. Warte mal. Der hier? Oh, Hochsprung! Sprung und. Okay. Okay. Wo haben wir dich? Regina, Feurer, wo ich bin gerade. Achso, Wirbelattacke haben wir hier, Wirbelattacke plus. Der Hochsprung. Da ist er. Ich bin gespannt. Eine Parade wäre hier irgendwie nice. Wird sich irgendwie gut machen, die Straße. Der Hochsprung ist ganz schön cool, aber ich wollte euch eigentlich Seismos zeigen. Aber wisst ihr was? Das kann ich ja jetzt machen. Wisst ihr was? Ich finde Seismos auch ganz cool, ne? Es hat sich doch gelohnt, dass wir die Materiafusion gemacht haben, oder? Mit den Effekten auf dem Boden ist ja mal mega. Ja, und sonst so. Well. Achso, ich wollte noch so ein bisschen rumspazieren und mir mal so die Poster angucken. Das können wir ja auch noch mal machen. Ja, wie geil ist das denn? Oh. Und wisst ihr, wieso ich Ultima unbedingt haben will? Weil Ultima ist eine Elementar...
habe ich gerade gar nicht gesehen. Eine neutrale Attacke, also eine elementar neutrale Attacke, also Magie, ein Zauber und auch Flächenzauber halt. Also ich kann heute nicht besonders gut reden, was ihr seht. Ihr seht das ja, hört das ja. Oh mein Gott. Oh ja. Ja, Seismos ist geil. Das ist einfach nur geil. So. Ich muss ja irgendwann muss ich mal diesen Schockabsorber hier wegmachen. Meine Güte, wir haben so viele neue Sachen gefunden. Guck mal hier, Attacke plus 10. Ah ne, das ist der Kraftgreif. Also ist ja alles sehr schön. Und guck mal, was sich da tut bei den TP auch. Meine Güte, wir könnten so viel TP haben. Aber Wit ist halt, das schmerzt halt, ne? Es schmerzt wirklich. Scheiße. Halber Feuerschaden ist halt auch ganz cool. Da brauchen wir aber eigentlich... Wir haben jetzt den Feuerreif. Der Shinra-Schockabsorber. Der ist... Oh. Kristallreif und dann haben wir noch den Diamantreif. Die Federkappe. Dreifachrausch. Oh Gott, warte mal. Die Federkappe. Im Rauschzustand können Parameter ihren dreifachen Wert annehmen. Okay, das ist was für krasse Bosskämpfe. Das werde ich nicht dauerhaft ausrüsten. Das ist definitiv was für krasse Bosskämpfe. Ja, hier brauchen wir halt gar nicht gucken, ne? Scheiße. Ja, komm. Genesis. No, a copy. Natürlich. Oh. Activating combat mode. Ich möchte nochmal sagen, dass es eine Materia gibt, mit der wir Zauber doppelt ausführen können. Das im Verbund mit Seismos. What? They already hit us upstairs? No, but security was spread thin after the attack, and he used that opportunity to escape. He escaped? On his own? Yes. It's as if he knew an attack was about to occur. It's possible that he received some outside help. Where is he? Are there any leads? Cameras in the sixth level of Upper Junon have a positive ID on Hollander. We're on the sixth level of Lower Junon, so he should be somewhere up ahead. To go to Upper Junon, go through the central passageway gate and go straight. Press the switch to operate the gate. All right. You look after the wounded. Sir! As for Hollander, leave him to me. Oh oh, Funzel wieder. Zack, wo treibst du dich rum? Die ganzen Konflikte, die momentan zeitgleich an verschiedenen Orten ausbrechen, halten Soldat ganz schön auf Trab, was? Ich sitze jetzt doch im Heli auf dem Weg zu meinem Einsatz. Aber du hattest doch Urlaub, oder? Ich hoffe, den haben sie dir nicht einfach gestrichen. Die derzeitige Angriffswelle könnte uns ziemlich in die Bredouille bringen. Nach dem plötzlichen Verschwinden von Lazard herrscht Chaos in der Befehlshierarchie. Keiner scheint den Überblick zu haben, wer sich gerade wo befindet. Also nochmal, wer es nicht mitbekommen hat, Lazard ist verschwunden. Wir haben ja schon vorher die komische Mail von ihm bekommen. Und es ist übrigens schön mit, du bist doch gerade im Urlaub, aber schickt Zack dann so eine E-Mail. Da hat man richtig Bock, den Urlaub weiterzumachen. Danke, Kunzel, für nichts. So, bin ich sauer. Geht nicht. Ja, erstmal Sabita. Oh yeah.
You won't get away. Come on, man. Stop pestering me. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Guck mal, da oben ist die Sister Ray. Oh, wie schön. Die hatte in der einen Sequenz im Trainingsraum ja der Sephiroth in Scheiben zerschnitten. Dünne Scheibchen. Und wie schnell man das übersehen kann, ne? Oh, das sieht so toll aus. Oh, schön. Wie gern würde ich mal in Junon, wie ich früher gesagt habe, Junon, einfach mal komplett durch die Stadt laufen. Meine Hoffnungen liegen da wirklich aufs Remake. Wobei, ja, im Original war es auch nur so bedingt möglich. So. Okay. Aber hier vielleicht irgendwie? Ich bin immer so neugierig. Ich glaube, hier oben könnte man einen total gut ohrfeigen, der es verdient hat. So. Was? Da. Too many copies. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Kein Problem. Seismos wirkt hier natürlich, aber nicht. Just you wait, Hollander. Activating combat. Leider, leider. Die fliegen ja. Warten mal. Bringing out the big guns. Conflict resolved. Ich liebe die Kämpfe. Ich liebe sie. Sie machen so viel Spaß, weil keine Geschwindigkeit rausgenommen wird. This area has mostly been cleared. We'll lock the gate and make this a place of refuge. Making progress, huh? As for me, I still haven't secured Hollander. Gotta move. Yes, understood. Wie das Schwert glänzt, auch schön. First an assault on Midgar, and now there's trouble in Junon? I have to say, this hasn't been a good year for Shinra. If you knew. Wenn du nur wüsstest. Huh? What's the commotion? Are they shooting a movie or something? Wow, it's a spectacle!
I'll rendezvous with Cisne and continue the evacuation. You keep pursuing Hollander. You there! Have you any idea what Junon's annual budget is like right now? We're in the red as it is. Get rid of these monsters at once! You know, I just saw Cisne heading to the 8th level of Upper Junon. Mr. Soldier, please do something! Mal sieh mal, wer da hin ist. Oh, und neue Mails. That grunt there, he got air sick. Aww. Man, as if we don't have enough problems already. Lass ihn in Ruhe, du Arsch. Ich mag dich nicht. Kunze, wie war eigentlich dein Urlaub? Ich bin immer noch nicht an meinen Einsatzort angekommen. Ob die Organisation so katastrophal ist, weil Soldat keinen Leiter mehr hat? Wie war es eigentlich am Meer? Du schienst ziemlich gestresst zu sein in letzter Zeit. Hoffentlich haben die Wellen und die Sonne dir gut getan. Und unser anderer Freund? Deine Worte. Die Simultanoffensive auf Shinra hält Soldat gut auf Trab, was? Ich schreibe dir gerade aus dem Helikopter, der mich zu meinem Einsatzort bringt. Übrigens, ich habe gehört, was du den neuen Soldatrekruten an ihrem ersten Tag mit auf den Weg gegeben hast. Erinnerst du dich? Das war der Tag, an dem du auch deine Frisur geändert hast. Du hast gesagt, trag Träume im Herzen. Und was auch immer passiert, bewahrt eure Ehre als Soldaten. Diese Worte haben mich tief bewegt und sind seither mein Motto. Ich werde dir immer folgen, Zack. Sie werden mir immer folgen. Ich mag das neue Menübild auch so sehr. Boah, das Schwert, wie es glänzt, das ist so schön. Hey, you okay? Yeah. I got sick on the helicopter. The what? Cloud? Zack, you remembered. Well, of course. Good to be working with you again, man. Yeah. Although my job is kind of dull. Don't say that. Search and rescue is very important work. Hey, why don't we grab a bite to eat after you're done? My treat. Really? That would be great. So, once I'm feeling better, I'll go. Because right now, just thinking of food makes me... Oh, sorry, Zack. My bad. Don't sweat it. Well, hope you feel better soon. Der Cloud unterscheidet sich sehr zum Final Fantasy VII, ich sage jetzt mal Remake Cloud. Oder... I'm sorry, Zack. I don't think I can make it. I'm just not good with vehicles. That way is the airbase. He's trying to get away by air? No way. Die Ähnlichkeit zu Angel ist halt krass, ne? I wonder what happens to Junon if you can't stop them. Hm? Ah, damn it! Idiot. He's destroying the gate to attack the civilians. Hollander, once I catch you, I'll deck you good. Die Waffen, die Hollander zur Flucht verhelfen, sind nun auf dem Weg zur Evakuierungszone. Zerstöre sie, ehe sie die Bewohner Junons zu Schaden kommen. Komisches Deutsch, Entschuldigung, war von mir. Durch Berühren der Gegner löst du einen Kampf gegen die Waffen aus. Stell sicher, dass du sämtliche Waffen vernichtest. Zerstöre zuerst die Waffen in der Nähe der Verteidigungslinie, um zu verhindern, dass sie bis zur Evakuierungszone durchdringen. Gut, das war dumm.
combat mode. Take that! Got him! Conflict resolved. Oh yeah! Okay, kommt noch mehr? Ah. Activating combat mode. Bring it on! Diese Konflikte immer. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. How about this? That's enough. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Zack! Sisne? What are you doing here? Dunno. I was just told to take leave at Del Sol. And you? Good timing. My supervisor gave me leave as well. So I figured I should take in a little sun. My leave wasn't an order from the director. Leave is leave. Forget about work. Spread your wings a little. Well, see ya. Wings and feathers, I've had enough. Good timing, huh? Regina hat endlich mal gelevelt. Wow, super. Wie soll das auch mal nutzen? Ja, das kommt ihr wieder. Ja, komm her. Ich kann mir ja auch an der Weimar gerne, ne? Das würde ich gar kein Problem mit. Ja, kein Problem. Hier. Auch kein Problem. Da weiche ich nicht mehr aus. Leckio. Naja, Fio, ich mach das jetzt hier noch. Prove your honor to me. Und dann hört man nämlich Enshields Stimme noch. Conflict resolved.
right. That's all of them. Hollander, you'll pay for this. War alles safe? Okay. We've got scorpion types. Hollander's too well connected. Trotzdem immer wieder schön, das zu sehen, ne? Ich möchte mal ganz kurz sagen, damals im Original Final Fantasy VII bin ich, als ich das allererste Mal gespielt habe, immer wieder bei diesem Gegner gestorben. Beim allerersten Boss bin ich, oh, ich war so jung, ich bin immer wieder gestorben und das hat mich so aufgeregt. Ja, komm. War was? Hollander's that way, right? I really have to get serious now. Du kriegst mich nicht mehr unter. Schwein. That's far enough. Really? You sure? Hey! What is he? Should have known. Mission failed. This goes on your permanent record. Huh? Sephiroth? Long time no see. Let the Turks take care of the rest. I was on my way to Modeoheim, but I heard you were in the area. Lucky me. The situation has not resolved. Genesis copies have been sighted around the world. That can't be. We wiped out those Genesis copies. Did Genesis really die? They've been sighted in Midgar as well. I see. The slums, too. Permission to return, granted. Yeah. Take care. You too. Hey, what's going on in Modeoheim? The device Hollander was using has been stolen. Genesis? Probably. We'll meet again soon. I'll hold you to that. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Legend shall speak of sacrifice at world's end.
The wind sails over the water's surface. Quietly. But surely.